Ich bin Keks und heute erzähle ich dir meine traurige Geschichte. Ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß und vergiss nicht zu abonnieren. Das war mein Vater und das meine Mutter und das ich. Natürlich fängt erstmal alles mit einer Geburt an, aber da war ich schon auf der Welt, so. Ist das schon passiert? Wir lebten alleine, wie gesagt. Mein Vater und meine Mutter und ich. Nur wir drei. Um ehrlich zu sein, ich fand das Leben eigentlich ganz schön hier. Die ganzen Vögel nerven am Morgen und am Abend wurde es etwas kalt, aber es ging. Es hat sich alles so ausgeglichen. Ich hatte zwar keine Freunde oder so, aber es war okay. Es war wirklich okay. Und von meinen Eltern wurde ich auch gut behandelt. Richtige Beschäftigung hatte ich eigentlich nicht, außer den Vögeln zuzugucken und ein bisschen im Matsch zu spielen, aber mehr dann auch nicht. Ich fühlte mich wirklich relativ sehr wohl. Doch nach ein paar Tagen sah das schon ganz anders aus. Ich wurde irgendwie nur von meinen Eltern ignoriert. Ich wusste nicht, ob ich irgendwas gemacht hatte, dass sie so verärgert wurden, aber ich konnte nicht mal richtig an sie ran oder mit ihnen reden. Sie entfernten sich irgendwie immer weiter weg von mir und blieben dann stehen. Ich wollte aber nicht hinterherlaufen, weil ich wusste, dass ich vielleicht irgendetwas gemacht hatte, was vielleicht nicht richtig war. So bin ich dann aber wieder hinterhergelaufen, da ich merkte, sie gehen immer wieder weiter. Geh doch mal ein bisschen schneller. Das kommt hinterher. Mom, wohin geht dir, Dad? Geh ein bisschen schneller, noch mehr. Was? Was noch mehr? Ich habe doch auch vorhin gesagt, ich bin schneller gegangen und ich gehe schon schnell. Dann trab eben. Ja, ja, ja. Es tut mir leid, ich weiß noch nicht, was ich gemacht habe, aber lauf doch nicht von mir. Oh. Wir können ein bisschen langsamer gehen. Sie ist hingefallen. Ja. Laufen die wirklich von mir weg? Als wäre ich ein Monster oder so? Ich habe euch endlich eingeholt. Keks. Bleib hier. Hör auf. Wir kommen später wieder. Bleib einfach hier und komm uns nicht hinterher. Aber warum? Das ist doch dumm. Wir haben eine Überraschung für dich. Ja, genau. Und wir wollen dir diese Überraschung doch nicht verderben, oder doch? Oder willst du dir diese selber verderben? Nein, natürlich nicht. Okay. Gut. Komm. Es tut mir ja auch irgendwie weh. Dieses Fohlen. Ich wollte eigentlich auch kein Fohlen. Fohlen sind komisch. Die nerven einfach nur. Ja, ich wusste zu diesem Zeitpunkt wirklich nicht, was richtig passierte. Naja, ich meine, meine Eltern laufen einfach von mir weg und dann sagen sie, es wäre für eine Überraschung. Hätten sie es nicht früher sagen können oder irgendwie in der Nacht machen können? So legte ich mich einfach auf den Boden und wartete. Doch nach vielen Stunden ist immer noch nichts passiert. Ich lag immer noch wieder da und naja, ich habe irgendwie gesucht, Freunde zu finden, aber das hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Also musste ich daraus erschließen, dass die Überraschung war, dass ich meine Eltern nicht mehr sehen werde. Natürlich kann man jetzt denken, dass ich vielleicht mit dieser Vorstellung etwas übertrieben habe. Aber nein, es war so. Und mit dieser Vorstellung zu leben, war nicht gut. Ich habe mir es trotzdem doch noch irgendwie positiv eingeredet, wie mit, dass sie morgen früh wiederkommen werden und keine Ahnung, mit einer Herde zurückkommen. Und ich lag einfach nur da. Und was nach 2 Tagen passierte, glaubt ihr wirklich nicht? Naja, um ehrlich zu sein, ich glaube, man kann mir das glauben. Aber naja, versteht ihr das? Ich meine, es waren 2 Tage vergangen ohne meine Eltern. Sie haben mich nicht mehr wiedergesehen. Und ich glaube, das wollten sie auch gar nicht. Ja, die lassen mich doch nicht irgendwie ohne Grund so 2 Tage alleine. So, die haben einen Grund. Ich war mir dann ziemlich sicher, dass sie mich nicht mehr haben wollten. Und wie meine Mutter dann auch reagiert hatte, als ich zu ihr wollte. Dieses abweisende Verhalten. Das hat mir wirklich schon mein Herz gebrochen. Aber was da noch kam, brach mich viel, viel mehr. Ich wollte irgendwie so ganz normal etwas essen. Naja, wie es halt immer tue. Ich habe ja nichts anderes getan, als rumliegen, essen und ein bisschen rumlaufen.
Naja, was sollte ich hier tun? Ich hatte noch nicht mal irgendwelche Feinde, gegen die ich kämpfen konnte. Natürlich war das ein bisschen zu übertrieben, weil ich wusste, dass ich das sowieso wahrscheinlich nicht gewinnen werden würde. Aber ich hatte was. Ich hatte Fußgetrampel. Und dieses Hufgetrampel war nicht nur ein Hufgetrampel, sondern ein Hufgetrampel. Und ich war mir so, so sicher, dass es wieder meine Eltern sind. Mein Herz ging irgendwie auf wie eine Blume, die auf jeden Fall wieder strahlt. Und ich wollte nicht irgendwie mich umgucken oder so. Ich wollte mich ja überraschen lassen. Deswegen habe ich so getan, als würde ich irgendwas essen. Naja, ich habe es dann auch getan, aber ich war so überzeugt, dass das meine Eltern sind. Deswegen war ich wieder echt glücklich. Doch. Was Keks nicht wusste, dass das nicht ihre Eltern waren. Und bleib hier, bleib hier. Mom, das ist keine gute... Oh Gott, nein. Okay, ganz ruhig. Ich dachte irgendwie, dass ich besser treffe, aber du kommst jetzt mit nach Hause. Was bist du so stur? Komm. Was? Gehört das zur Überraschung? So, dann haust du mir wenigstens nicht so schnell ab, ne? Und ich wusste ehrlich nicht, ob ich mitkommen sollte oder hier stehen bleiben sollte. Ich wollte einfach nur weg, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Na, wohin willst du denn? Du weißt auch, dass das nicht funktionieren wird. Komm! Hey, stopp! Ich habe ja voll vergessen, dieses Fohlen ist ja gar nicht mal so schnell. Ja. Petra, komm. Das war echt ganz schön schnell. Ich habe wirklich versucht, mit dem großen Pferd mitzuhalten, was einigermaßen klappte. Du bist ja ein ganz schön flinkes Fohlen. Perfekt für mein Westernreiten. So, hier ist dein neues Zuhause. Es ist perfekt für dich. Es sieht einfach so gut aus. Und du wirst dich hier sehr wohlfühlen. Glaub mir das, kleines Fohlen. Okay, wir sehen uns morgen oder so. Ist das der Ernst? Soll das jetzt meine neue Wohnung hier sein? Also nicht Wohnung, aber... Was ist das? Das schmeckt nicht mal. Und warum stehe ich aus so harten Steinen? Soll ich mir hier drin meine kleinen Füße brechen? Ist das deren Ernst? Und was ist... Au! Mein neues Zuhause ist einfach nur blöd. Und dass das hier ein schönes Zuhause sein soll, war die größte Lüge. Mit, dass meine Eltern mir eine Überraschung zeigen wollten oder holen wollten. Ich habe sie bis jetzt immer noch nicht gesehen, von daher... So, bleib du mal hier stehen. Ich komm gleich. Du bist doof. Was habe ich dir jetzt schon wieder getan? Habe ich dir irgendwas getan? Nein. Warum bist du dann so zu mir? Hallo? Hallo? Du hast mich hier hingebracht. Wärst du nicht da gewesen, wäre ich auch nicht hier. Und was passiert mit mir? Drei Optionen. Also als erstes, du wirst wieder freigelassen, aber das passiert nicht, deswegen kannst du das schon mal wegstreichen. Zweite Option, du wirst einem Westernpferd gemacht oder ein anderes Pferd. Und zum dritten, ich weiß nicht, ob das Fohlen so gerne hören möchten. Hä, warum? Sag doch einfach, bist du feige oder was? Nein, hallo, ich bin nicht feige. Aber, entweder du kommst zum Schlachter. Und was ist ein Schlachter? Kommt drauf an, wie man es so sagen möchte. Großes Pferd, jetzt hör mir mal zu. Du kannst auch zum Schlachter, ich weiß ja nicht, was das ist. Aber willst du das gerne oder sagst mir, was das ist? Du Morgenpuffel. Ah, was ist ein Morgenpuffel? Weiß ich auch nicht. Okay, du wirst dann danach nicht mehr leben. Warum? Nein, das ist zu brutal für dich. Okay. Ich will gar nichts davon. Kannst du mich nicht hier irgendwie befreien? Ich könnte es, aber... Großes Pferd, warum tust du es das nicht? Es tut mir leid. Ich kann das, glaube ich, nicht. So. Ärgert euch nicht. Ihr werdet bestimmt irgendwann noch mal was zu tun haben. Ärgert euch nicht. Bestimmt steht da was miteinander zu tun. Hallo, was war das denn? Nach ein paar Tagen war ich immer noch hier. Ich meine, was soll ich denn hier tun? Ja, so kann man es auch nicht sagen, aber ich lag hier die ganze Zeit rum. Niemand kam zu mir und das Einzige, was ich aß, ist manchmal irgendwelches komische Futter, was ich dann einfach hingeschmissen bekam. Und ich wurde irgendwann aus der Box geholt. So, du wirst jetzt erstmal abgewaschen mit einem Schlauch. Warte.
Ups, das wollte ich nicht. Okay, ganz ruhig. Das war ziemlich kalt und ich fand schon etwas zu kalt. Ja, das tut dir bestimmt gut, oder? Ja, du genießt das richtig. Das war eiskaltes Wasser, ich wollte einfach nur weg, aber es hat nicht funktioniert. Dieser Knoten war einfach zu komisch. Hey, hey, versuchst du dich da etwa zu befreien? Oh, ist vielleicht doch ein bisschen kalt, aber das schadet dir doch nicht. Ich mache jetzt einfach weiter, du sollst ja schön sauber sein. So, hier noch und hier. Ja, ist vielleicht schon ein bisschen viel, oder? Ich spritze jetzt hier noch ein bisschen in deine Box, dann ist das vielleicht für dich ein bisschen angenehmer. Und du kannst ja auch nicht was und du kannst daraus noch etwas trinken. Daraus etwas trinken? Ja. Vielleicht schmeckt das ja. Ich hatte lange kein Wasser mehr. Nee, schmeckt definitiv nicht. Und ich fror immer noch. Aber ich kam hier nicht weg. Ja, warte, kann man eigentlich schon auf dir reiten? Das tut einfach nur weh. Oh, okay, ich war vielleicht ein bisschen zu schwer. Komm, steh auf, komisches Fohlen. So langsam denke ich wirklich, dass aus dir nichts mehr wird und vielleicht der Schlachter die einzige Möglichkeit wäre. Ja, mal sehen, vielleicht bleibst du jetzt nochmal ruhig. Dann kann ich es mir jetzt nochmal überlegen. Oh, eine Mücke. Du bleibst jetzt einfach mal hier dran. Dummes Fohlen. So, ich hab hier noch. Oh, jetzt bist du wieder dreckig. So. Ich glaube, jetzt ist das Wasser alle. Gut, sagen wir das um und jetzt kannst du mir definitiv nicht abhauen. Es tut mir so leid für dich. Ich kann einfach nicht mehr. Es war einfach zu schlimm für mich. Und ihr wisst nicht, ich musste das jetzt 2 Jahre jeden Tag ertragen mit dem ganzen Reiten. Und so sah ich dann nach ein paar Jahren aus. Naja, eher gesagt 2 Jahren. Und ich wurde jeden Tag geritten, wirklich jeden Tag. Es gab keinen freien Tag für mich. Und dann kam dazu noch jeden Tag diese kalte Dusche. Ich weiß auch nicht, was sie bezwecken sollte. Es war definitiv nicht gut. Des Tages kam meine Besitzerin wieder. Oh, deine Beine, die sehen ja gar nicht gut aus. Naja, vielleicht habe ich ein bisschen vielleicht damit übertrieben. Oh Gott, was ist, wenn das jemand sieht? Ich denke an, ich bin ein Tierquäler. Oh Gott, ich darf dann wahrscheinlich gar nicht mehr auf dem Hof sein. Ja, das ist, wenn es sich beim Reiten so verletzt hat. Sicher ist sicher. Mit denen sieht man das bestimmt nicht. So, sieht vielleicht ein bisschen merkwürdig aus, aber es hilft. Man sieht es nicht mehr. Ich komme morgen wieder. Für heute bist du befreit, aber morgen mach mir ein Doppeltraining, ne? Es soll dir ja keine Zeit verschwendet werden. Oh Gott, ich wäre doch schon dumm, wenn ich das tun würde. Ich hatte Schmerzen. Ich hatte Schmerzen überall. Wirklich. Nicht nur an den Beinen, sondern auch an meinem ganzen Körper. Doch irgendwann stellte ich mir die Frage, ob ich mir das wirklich gefallen lassen soll. Ich meine, ich bin ja nicht ihr Maskottchen oder sowas. Ich meine, ich muss mir das nicht gefallen lassen. So dass ich dann beschloss, ich hatte jeden Tag die Wahl, hier eigentlich schon abzuhauen zu können. Aber ich habe mich irgendwie nicht getraut, weil ich wusste. Ich wusste, dass ich wieder eingesperrt werden würde. Ich hatte eigentlich keine Kraft mehr dafür, aber ich tat es einfach. Natürlich ist das jetzt ein bisschen unrealistisch. Weil ich es auch früher gemacht hätte können. Ich stand auf, doch es ging nicht. Dieser Ausritt war gut, aber nächstes Mal musst du es halt besser machen. Pferd, soll ich ihm jetzt helfen? Es ist die einzige Möglichkeit. Au! Steh auf, schnell. Es tut so weh. Ich weiß. Ich muss da auch durch, aber du musst einfach nur aufstehen. Ist dir dein Leben wichtiger oder hier einfach nur rumliegen und dann kommst du zum Schlachter oder so? Ja, super. Oh, mein Bein. Hier, kommt mir nicht davon. Warte, ich erledige das kurz. Okay, lauf. Okay, ich komm mit dir mit. Komm mit. Danke, dass du mir geholfen hast. Ist doch kein Ding. Unter Freunden hilft man sich. Das habe ich dir nach 2 Jahren endlich zu schulden.
Dankeschön. Was ist mit deinem Zeug? Komm, wir gehen noch ein bisschen weiter weg. Wir machen das dann ab. Es stört mich jetzt gerade noch nicht so ganz. Okay. Ja, wir wurden sehr gute Freunde und das war meine Geschichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und jetzt lebe ich endlich wieder glücklich. Natürlich, ach, ich habe noch ein paar Verletzungen am Körper, aber das ist nicht so schlimm. Ich meine, ich bin jetzt wieder frei und wir versuchen nicht zu gefangen zu werden. Deshalb heißt es, das war jetzt meine ganze gesamte Geschichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.